Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen Kern-Tutorial. Und heute schauen wir uns gemeinsam die Eleiko Open Deadlift Bar an. Für mich der Ferrari unter den Hex- oder Drap Bars, sind ja zwei verschiedene Begriffe für dieselbe Form Special Bar. Und vorweg lässt sich sagen, dass auch der ganze Prozess außenrum einfach unfassbar gut war. Also die Lieferzeit ist trotz der heutigen Zeit sehr, sehr gut gewesen. Die Verpackung, ja, Media Guy hat da so ein kleines Fable für hochwertige Verpackungen, die war also auch schon sehr hochwertig. Also man hatte einfach von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Es ist ja eine Reaktion von uns auf unsere Mitgliederumfrage von vor einigen Wochen, wo uns viele gefeedbackt haben, dass sie mit der aktuellen Drap Bar, die wir haben, ein bisschen an ihre Grenzen kommen. Und das ist auch direkt der erste Unterschied zwischen den beiden. Und zwar ist die Scheibenaufnahme der aktuellen nicht sonderlich lang. Und bei der Eleiko Hantel habt ihr einfach mehr Platz für mehr Scheiben. Und das werden wir uns am Ende des Videos mal anschauen, wie viel wir denn dann hier maximal deadliften könnten. Wird auf jeden Fall relativ schwer. Vorweg schauen uns die Hantel kurz einmal gemeinsam an und dann gehen wir in verschiedene Übungen, die ihr damit machen könnt, und auch eben dann die Vorteile der Hantel voll auszukosten. Man hat, wie immer bei Eleiko, eigentlich eine sehr, sehr hochwertige Verarbeitung. Das ist bei allen Geräten, ist bei allen Hanteln der Fall. Das zieht sich hier auch komplett durch. Ist auch bei dem Griff der Fall. Also bei der hier haben einige mit ihren Händen einfach schon ein bisschen Probleme gehabt von der Haptik. Manche haben dann auch Handschuhe extra angezogen, weil die Riffelung schon ein bisschen zu rau ist. Das hier ist, wie immer bei Eleiko, einfach perfekt. Es ist weder zu rau noch zu glatt, dass man das Gefühl hat abzurutschen. Man hat kleine Markierungen, weil es eben wichtig ist, exakt in der Mitte zu greifen, dass die Hantel auch wirklich ausbalanciert ist. Ansonsten seht ihr, dass sie in der Grundposition aufgebockt ist. Heißt also, wir haben einen Jack mit integriert. Ja. Bei den anderen Langhanteln haben wir den Jack einfach so rumstehen. Hier ist es schon on board, bedeutet, ihr habt die aufgebockt, könnt einfach easy going die Scheiben draufschieben. Mit legendärem Eleiko-Geräusch. Vorsicht. Und könnt dann die Hantel einmal kippen und seid direkt in einer perfekten Ausgangsposition. Ja, man hat nicht dieses ganze super nervige Gefummel, insbesondere wenn eine Seite schon abgebaut ist und man irgendwie versucht, die andere abzubauen. Das ist einfach super. Ansonsten, der nächste Unterschied zu einigen Drap Bars ist der, dass der Griff jetzt wirklich auch auf Höhe der Stange ist. Ne? Wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das von vorne erkennt, zwei verschiedene Griffhöhen. Bedeutet, man kann zum einen den Griff nach unten zeigen lassen und hat dann den Griff auch auf Höhe der Scheibe. Oder man nutzt eben den, hat dementsprechend ein bisschen weniger Range of Motion. Das ist möglicherweise noch ein Vorteil von dieser Drap Bar. Weil hier sind wir einfach auf derselben Höhe, wie ihr bei einem normalen Deadlift auch wärt. Und wenn ihr jetzt ein bisschen Beweglichkeitsprobleme habt, dann kann es Sinn ergeben, eher noch hiermit zu starten. Ja, ansonsten von den Übungen her kann ich logischerweise einen ganz normalen Drap Bar Deadlift machen. Dazu haben wir auch schon mal ein separates Video gemacht, generell zu den ganzen Special Bars, die wir haben, mit allen Vor- und Nachteilen. Dementsprechend gehen wir hier nur ganz kurz drauf ein. Also ihr stellt euch in eine ganz normale Deadlift-Position, geht tief, schnappt euch das, Wirbelsäule in einer ganz neutralen Position, atmet auch aus, der Bauch ist fest und ihr steht im Endeffekt einfach nur auf, maximale Spannung am oberen Punkt. Ganz kurz nochmal von der Seite gesehen, sind wir einfach mit der Hantel neben dem Körper, wohingegen ihr bei einem normalen Deadlift in etwa hier wärt. Bedeutet also, der Oberkörper kann ein bisschen aufrechter bleiben als bei einem normalen Deadlift. Was bedeutet, ihr schiebt etwas mehr über den Quadrizeps, habt also tendenziell mehr Kraft, könnt also mehr Gewicht bewegen als bei einem klassischen Deadlift mit einer Langhantel, habt dafür aber ein bisschen anderen Muskelanteil. Mehr Quadrizeps, etwas weniger Hamstrings und Gesäßmuskulatur. Könnt das aber auch ein bisschen selber beeinflussen. Wenn ihr das nochmal von der Seite einmal seht, habt ihr auch hier die Möglichkeit, etwas tiefer zu bleiben und mehr über den Quadrizeps zu schieben. Ihr habt aber auch trotzdem die Möglichkeit, etwas höher zu kommen und mehr über die hintere Kette zu arbeiten. Ihr habt also selber ein bisschen in der Hand, welche Muskulatur primär
arbeitet. Das ist also der ganz normale Deadlift. Jetzt haben wir hier Möglichkeiten, verschiedene Sprünge einzubauen. Also generell ist die Trap Bar eine schöne Möglichkeit für Leute, die explosiv trainieren möchten. Wir können also hergehen. Bauen ganz normale Sprünge ein in verschiedenen Varianten. Sehr, sehr schön für alle, die explosiv trainieren möchten, beispielsweise für ihre Sportart. Ansonsten gibt es jetzt, und das ist einer der großen Unterschiede zu einer anderen Trap Bar, die Möglichkeit, einbeinige Deadlifts zu machen. Ihr könnt in der Ausgangsposition einen Fuß zurückstellen und könnt also hier den Deadlift, in dem Fall auf dem linken Bein dominant, machen, wo ihr bei einer normalen Trap Bar einfach mit dem hinteren Fuß an die Hantel kommen würdet und es daher nicht machen könntet. Ihr könntet sogar in eine richtige Standwaage gehen, also in richtiges rumänisches Kreuzheben, weil ihr auch hier nach hinten Spiel habt. So viel also zu den verschiedenen Deadlift-Varianten. Jetzt könnt ihr als nächstes auch Ausfallschritt-Varianten machen. Dafür ist es wichtig, dass ihr die Hantel einmal umdreht und die geschlossene Seite nach hinten habt, weil ihr habt dann eben die Möglichkeit, Schritte zu machen. Geht in der Ausgangsposition her, schnappt euch die Hantel und könnt jetzt beispielsweise einen Ausfallschritt nach vorne machen. Großer Schritt, tief, hoch, zurückstellen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze als Reverse Lunge zu machen. Oder als Walking Lunge, also lauft die Bahn entlang. Auch zu den Unterschieden der Lunges haben wir auch schon ein separates Video gemacht. Verlinken wir euch auch nochmal, könnt ihr euch anschauen. Die sind alle mit der Hantel ganz normal machbar. Eine weitere Möglichkeit, die ihr hiermit habt, immer noch im Ausfallschrittmuster, sind Step-Ups. Wir können sie natürlich mit Kurzhantel, mit Kettlebell machen, habt aber hier die Möglichkeit, zum einen mehr Intensität zu benutzen und zum anderen auch ein bisschen mehr Stabilität zu haben. Und dadurch, dass die Griffe ein bisschen vom Körper weg sind, ist es vom Handling irgendwie nochmal angenehmer. Heißt also, ihr nehmt euch die Bar, geht her, Boxen, es gibt verschiedene Höhen, wir haben ja verschiedene Boxen, kommt hier hoch, sauberer Step-Up, ne, ganz strecken in der Hüfte, anderes Bein, je nachdem kurz beistellen. Sehr schöne unilaterale Übung. Das sind also die, die grundsätzlich angedacht sind mit der Hantel. Jetzt können wir natürlich noch viele kleinere Übungen machen, wie beispielsweise Shrugs. Auch hier ist eine Übung, die häufig mit Kurzhanteln gemacht wird. Wie zum Beispiel Rudern, stehen vorgebeugt, dafür zack, zack, geben wir sie wieder in die andere Richtung. Da habt ihr im Vergleich zur Langhantel zum einen natürlich den neutralen Griff und zum anderen eine bisschen größere Range of Motion. Ihr könnt die Hantel racken, also gibt es dafür ein cooles deutsches Wort. Ihr könnt sie in das Rack hängen. Hängt dann direkt hier vor den Ablagen. Hättet die Möglichkeiten, Bankdrücken zu machen, quasi als Multi-Grip-Bar. Wir haben jetzt eine Multi-Grip-Bar, also im Zweifelsfall würde ich eher die nehmen. Ihr könnt sie nach oben hängen, sodass ihr die Ausgangsposition habt für ein Schulterdrücken im parallelen Griff. Es gibt auch Tutorials, die zeigen euch Trizeps strecken beispielsweise damit. Also das sind alles Möglichkeiten, die man machen kann, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, aber der Vollständigkeit halber weisen wir einmal darauf hin. Das Racken hat für mich eigentlich nur einen Vorteil. Ihr könnt, wenn ihr rumänisches Kreuzheben macht, also wenn ihr die Beine relativ gestreckt lasst und wirklich von oben ab in Teilbewegungen arbeitet, dann könnt ihr natürlich die Hantel schon irgendwo kniehoch in the Rack hängen und könnt direkt auf dieser Höhe starten. Also das ist für mich so der große Vorteil, den die Hantel hat, dadurch, dass ihr sie in ein Rack hängen könnt. Gut,
Alles klar, oder? Jo. Jo. Hört sich jetzt aber für mich so an, wenn man daheim einen kleinen Raum hätte mit so einem an der Wand befestigten Rack und man wird nur eine Hantelstange, um möglichst universell zu sein, dann würde sie sich doch wahrscheinlich eher anbieten als eine Langhantel, oder? Boah. Gerade mit den Ausfallschritt-Thematik, wenn man wirklich alles irgendwie machen will? In jedem Fall. Ich würde sie trotzdem nicht als Ersatz für eine Langhantel sehen. Sie bietet halt sehr, sehr viel Varianz. So. Also wenn man jetzt eine Langhantel und eine andere Hantel irgendwie daheim haben will, mit der man möglichst viele Übungen machen möchte, dann in jedem Fall, weil sie sehr variabel einsetzbar ist. Als Ersatz würde ich sie nicht sehen, aber sie bringt viele Vorteile. Also jetzt beispielsweise der Ausfallschritt, er ist in der Variante, dass ihr die Open Deadlift Bar habt, stabiler und irgendwie einfacher vom Handling, als wenn ihr euch die Langhantel auf die Schulter legt für Ausfallschritte zum Beispiel. Wir testen mal, was wir jetzt maximal aufbauen könnten. Und wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, lass uns einen Daumen hoch da, abonniere immer noch den Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns nächste Woche Sonntag in einem neuen Video. 2, 4, 6, 150, 300, 340, 365. Ja, ist korrekt. So, dann machen wir kurz einmal vor.